Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal CheckerPlays zu Transim World 2, meine Folge 2. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. So, ich bin weiterhin völlig unbewandt, habe mich bisher immer noch nicht mit Tutorials beschäftigt, wie man den Zug aufrüstet, unabhängig davon welchen, weiß ich weiß Gott nicht. Hab's schon einmal probiert, bin glücklich gescheitert. Ja, wie es denn so ist, gell? Checko eben. Und von daher steigen wir gleich in den Fahrplan mehr oder weniger in den Spiel ein, wo wir nicht lange aufrüsten müssen, denn ich habe Bock, einfach eine Runde zu fahren mit der BA 423. Die passt sicherlich ganz gut nach München, gell? Und wie die Faust aufs Auge, hochsommerliches Wetter, da kann ich schief gehen. Der frühe Vogel fängt den Wurm um 6.23 Uhr, ich glaube von der Hackerbrücke in Richtung München, Pasing. Meine Kamera sieht weiterhin aus wie Hulle, beziehungsweise das Bild dazu. Aus Protest gegenüber meiner eigenen integrierten Webcam in meinem Spiele-Laptop lasse ich die zum Anfang des Videos trotzdem weiterhin an. Ich kriege sie einfach nicht besser kalibriert und die externe Kamera muss ich erst wieder anbauen. Naja, sei es drum. Jetzt blende ich mich aus und dann sehen wir 273 Tonnen, 274 Tonnen, auch mal wieder spannend. Die Erkenntnis, wie schwer die Garnituren sind, auch wenn es eine S-Bahn ist. So, ein bisschen gespickt habe ich schon, damit ich überhaupt mal was klarkomme oder das Video für euch machen kann. Richtungswender vorwärts und dann Bahnsteig ist links. Dann machen wir links auf. Wie viel Zeit habe ich noch? 6:23, 60 Sekunden, noch über eine Minute. Und ich glaube, ich habe das Video eben schon mal angefangen, da habe ich es verpeilt. Wir müssen die Spitzenbeleuchtung reinstellen. Auch da schon gelernt, es gibt nur Fernlicht oder aus, oder? Was ist ein Signallicht? Ah, so ein Quatsch, gibt doch Signallicht, okay. Nicht einsteigen. Wie ich das jetzt behebe auf die Schnelle, weiß ich nicht. Dafür habe ich auch viel zu viel Respekt vom Fahrplan, als dass ich jetzt anfange rumzufingern. Lieber probiere ich denn jetzt vernünftig zu fahren. Und wie immer gilt, ein bisschen mal gucken, wie lange die Sequenzen zwischen den Bahnhöfen sind, damit das Video ein bisschen gekürzt wird, würde ich da den Zeitraffer aktivieren. Aber vor allem relevant jetzt hier in dem ersten Video ist ja tatsächlich, wie meister ich die Ein- und Ausfahrten der Bahnhöfe, maßgeblich die Einfahrten. Verbremse ich mich zu heftig oder baller ich drüber hinaus? Wir werden sehen. So, noch knappe 30 Sekunden, dann geht's los. Gut. Türen schließen. Und dann auf geht's. Leistung 100%, 100 km erlaubt, in 1 Kilometer. Und hier sind es dann erstmal 80. Nächster Halt, Donnersberger Brücke. Über die Brücke selbst fahre ich ja fast täglich, mindestens zweimal oder mehr. So, und heute fahren wir das erste Mal dann unten durch. Beziehungsweise ich unten durch. Und dass man hier tatsächlich vernünftig zum Halten kommt, finde ich, ist ein Riesenproblem. Ich habe viel beim lieben Lavan nochmal reingeschaut in die Streams von ihm. Mir war das nicht bewusst, was das hier wieder heißt, sich zu verbremsen. Ja, hier geht's schon los. Ach du lieber Knalli-Edder. Gut, also das machen wir gleich nochmal. Neustart, Spiel neu starten bitte. So, und ich quatsch noch beim Lavan reingeschaut und mir gar nicht bewusst, wie schwer das ist und dann so ein Theater hier. Und dann probieren wir es jetzt nochmal, oder? Ich weiß ja gar nicht, ob es eine Indikation dafür gibt, wie stark ich in die Bremse hauen darf hinsichtlich des Fahrgastkomforts. Kann ich hier schon auf Stufe 8, 9, 10 gehen? Oder wäre das Quack? Wobei ich auch sagen muss, das Ding ist ja träger, vom Bremsverhalten her 10-mal träger als so ein ICE, gell? So, Türen entriegeln. Huh! Zack. 6:25, 30 geht's los. Sind wir jetzt schon über Plan? Wieso denn das? 6:25, 30. Und wir sind schon bei 6:26, 15. Boah, was denn das? Jetzt fand ich es gar nicht. Jetzt fand ich es doch super stringent durchgerasselt hier. Okay, den Bremshebel hätte ich auch schon vorher zurückstellen können. Wäre ein paar Sekunden gewesen.
6.27 Uhr, also in 20 Sekunden München-Hirschgarten. Ab in Hirschgarten auf eine halbe. Ja, okay. Also Fahrplan ist schon mal, bin ich schon mal komplett raus. War ich jetzt auch optimistischer, dass ich das ein bisschen entspannter hinkriege. So, 90 erlaubt? Ne, 100 erlaubt. So, bei 450 steige ich in die Eisen. Bis zum Bahnhof und dann Bremsstufe 9, alles festhalten bitte. Und mal gucken, ob das was wird. Also muss ich aber schon sagen, oder was ich eben auch schon gesagt habe, die ICE bremst da dreimal besser als so eine Olle 423. Ja, und wieder. Halt, 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 halt! Wie schaut das aus? Ja. Kann man vielleicht noch mit Blick auf Toleranz gerade so durchgehen lassen, gell? Aber Verspätung nimmt zu. Ist ja wie im echten Leben. Ist ja wie bei der Deutschen Bahn hier. Okay. Also nichts mit der halbe. Achso, und dann habe ich gesagt, den hier schon mal. Minimale Bremse, genau. Spart eine Sekunde. Auf geht's. Nächster Bahnhof München-Leim, Bahnsteig 1. Jo. In 8 Sekunden müssen wir da sein. Große Challenge. Wie schon im letzten Video gesagt, ich wünsche mir halt mehr Zugverkehr. Vor allem hier im großen, langen Gleisvorfeld des München Hauptbahnhofes sozusagen. Wenn ihr da eine Info habt, ob sowas irgendwie möglich ist, ob ich da an die DLCs noch irgendwas rumspielen, bauen muss, schreibt gerne in die Kommentare. Hier fehlt da nichts. So, 450 Meter gehen wir wieder in die Eisen. Ne, bei 400 Metern. Volle Pulle. Diesmal Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Was soll ich machen? Fahrplan hinterher hinken? Oh nein, das sieht nicht gut aus. Jetzt verstehe ich alle Streamer, den Lava und den Maverick. Muss ich jetzt zurücksetzen? Oder kann ich so aufmachen? Ich kann so aufmachen. Ziel erfüllt? Okay. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer Inkompetenz des Lokführers sind die Ausstiege der ersten beiden Waggons nicht möglich. So. Nein, Notbremse reingehämmert. Gut, nimmt mir keiner krumm. Nächster Halt um 6.33 Uhr in gut 2 Minuten 50 Sekunden. München-Pasingen, dann sind wir schon da. Nice. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen für die 3,1 Kilometer. Bis Pasingen fahren wir, oder? Dabei Ende. Reicht ja auch. Völlig fertig hier. Und da denkst du, ich kann schön eine 100 fahren? Nein, der Checo sieht's. Eine 90. Vorausstrauend. Vorausschauen, wie im Straßenverkehr natürlich. So, maximal überfordert schon wieder bei der Einfahrt. Ich gucke rechts auf meine Geschwindigkeit, ich gucke rechts hoch, wann es auf 90 geht, ich gucke links, wann der Bahnhof kommt, beziehungsweise der Haltepunkt für mich. Alter.
So, und verbremst zu früh, oder? Aber guck mal, gut reingefahren wieder. Verspätung fast komplett auf Null gesetzt. Die paar Sekündchen, die sieht keiner. Und guck mal, schön, 8, 7, 6. Damit kann man doch auch leben, oder? So, auf die Türe. Achso, links auf. Jetzt. Cool. Vergessen aussteigen lassen. Das war's, oder? Ich bin ready. Können wir aussteigen? Komm, wir gehen mal rausgucken. Keiner da. Ich dachte, es gibt eine Laola-Welle oder so. Also so viel zu Parsing. Ja, sehr cool. Aber nicht einsteigen. Steht die ganze Zeit vorne dran. Ja, da muss ich nochmal gucken, was ich da zu tun habe, damit ich das besser machen kann. In dem Sinne, ihr Lieben, war ja gar nicht so schlimm, wenn wir auch neu starten mussten. Aller Anfang ist schwer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt ein Abo, Like und Kommentar natürlich da. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Checo. Ciao, Baba. Servus.